Wenn Uta Sommerlihotzky ihre Tasche packt, dann steht ein Hausbesuch an. Heute geht es zu einer jungen krebskranken Patientin. Wo Angehörige alleine nicht mehr zurechtkommen, bringt das Traunsteiner Netzwerk Hospiz Hilfe. Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sind in den oberbayerischen Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein unterwegs. In der allgemeinen ambulanten Versorgung sind jetzt im Moment ca. 60 Patienten in der Betreuung und in der spezialisierten so zwischen 10 und 15. Das sind die sehr intensiv Betreuten. Das Ziel vom Netzwerk Hospiz: Schwerstkranke und Sterbende sollen in ihrer vertrauten Umgebung gut versorgt werden. Das geschieht in Zusammenarbeit mit den Hausärzten und Kliniken vor Ort. An den Verein wenden kann sich übrigens jeder. In Bayern gibt es rund 135 Hospizdienste und über 6000 ehrenamtliche Helfer.